Heute ist wieder soweit! Bevor das Video losgeht, dieses Video wurde mal wieder von Nico geschnitten. Jawohl, hat sich direkt gelohnt. Zäune. Kann ich jetzt ein Gehege neu bauen oder? Hinten oder so? Kann ich hier jetzt ein Gehege bauen? Okay, egal. Ich muss kurz schauen nach meinen. Oh, die Jungs sind wieder da. Okay. Also. Wieder zurück nach USA. Einmal los. Ja, da gehen wir mal hin. Heute rein, Jungs. Hier, Forschung. Weniger als eine Minute. Okay. Kein Zeug da. Kann ich einen von euch mal annehmen? Kein. So, die Forschung ist fertig von meinem Elektro. Von meinem Elektropumps. Ja. Versiegelzentrum, das machen wir. Leute, keine Ahnung, schreibt mir Tipps in die Kommentare, falls ihr Tipps wisst, was man hier besser machen kann. Gut, mein Forschungsteam zieht durch. Saure ausspucken kann ich noch keinen. Ich will jetzt aber wissen, wie baue ich hier das Tor hin? Also wie kann ich Leute Sachen entfernen einmal? Das wurde gestern abreißen. Ah, jawoll. So macht man das. So. Tor. Ah, nee. Hier. Elektrozaun. Kann ich auch einfach upgraden, oder? Ich reiß mal den ganzen Bums nochmal ab. Ich noch. Okay. Dann baue ich jetzt einen... Hier, Elektrozaun. Hi, ich bin Isaac. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Ein kleiner Franzfresser, das nehme ich an, weil... Mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen Tizzi, ne? Mehr Besucher den im Park. Baller ich hier rein. Sie mehr und Leute das ist in die Anlagen. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, ja. Spannung und Möglichkeiten. Ja, okay. Gut, ich wollte so ein krasses Ding mit Elektrozaun. Scheiße, ist ja teuer. Aber egal, das wird jetzt immer so ein kleines Gehege. So, ist es richtig rum? Ja, bestimmt. Das wollte ich eigentlich nicht. Elektrozaun. Okay, wir haben so ein... Kein Strom. Die müssen alle im Strombereich drin sein. Kann ich. Okay, warte, seid ihr schon zurück? Jawohl, das Forschungsteam ist zurück. Und. Verkaufen. Pff, die bringen mir beide nichts, aber den mache ich mal zuerst. Jungs, ich brauche Triceratops. Das brauche ich. Direkt nochmal Lance, weil ich brauche den Triceratops. Damit ich brauche diese 1 Million. So. Gehege. Nee, abreißen. Das und das. Dann bauen. Was ist? So, da bin ich wieder. Ich muss kurz weg. Was ich jetzt machen werde, ich werde das kurz hier abreißen, das hier. Und dann. Einen Elektrozaun von hier nach da bauen. Jetzt haben wir alle Strom, oder? Jawoll. Sehr schön. Und muss ich den anziehen. Achso, den habe ich noch gar nicht reingemacht. Okay. Gesaurier. Oh, let's go. Ausbluten 160.000. Oh, der wird richtig. Der wird Leute in den Park holen. Dass hier auch mal welche rauskommen. Nicht immer nur. Ne? Moment. Hammer. Das war Gehege hier. Mann, bei Ihnen hat das einfach ausgesehen. Oh. Lassen Sie nur den Rest von uns nicht alt aussehen. Jawohl! War nur ein Scherz.
Wer könnte mich alt aussehen lassen? Ich meine... Let's go, der Hase. Guten Morgen. Ja, hallo, Feini. Hab ich ein Süßer? Ja, hi. Das ist dein neues Zuhause, das ist richtig. Das ist dein neues Zuhause, mein Lieber. Das stimmt. So. Dieser Dino, der Edmontosaurus, wurde erstmals in einer Grabungsstätte in Kanada entdeckt. Raten Sie mal, wo genau. Dem T-Rex schmecken diese Exemplare übrigens großartig. Hey, Isaac hier. Wie geht's? Ich hätte da eine coole Sache, bei der Sie dabei sein sollen. Sorry, man, sorry, man. Warum weise ich Sie darauf hin? Oh mein Gott. Auf der Gewinnerseite. 4 Sterne Triceratops. Das wird was. Boom, Alter. Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Im Wasser. Dicker, dann wissen jetzt wir, das ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Ich kann auch einfach darum... Nee, egal, ganz kurz. Hier. Ich muss es einfach mal ausprobieren, Leute. Ich werde einfach jetzt so viel falsch machen, ich sag's jetzt schon. Dulli versucht jetzt 20 Minuten lang was zu bauen. Ich erspare euch das mal und gehe über zum interessanten Teil des Videos. Dankt mir später. Freunde, ich habe jetzt mal kurz den Triceratops freigelassen. Wie mächtig, Digga. Wie mächtig. Alter. Die neuen Exemplare, Dinosaurier, entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Ich folge ihren Errungenschaften mit großem Interesse. Und ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Duer sie damit betraut hat, anstatt mich einzuweihen, was sie definitiv hätte tun sollen. Das werde ich später mit ihr besprechen. Kann ich hier einen neuen... Hm. Oh, 230. Scheiße, kostet das viel, Alter. Okay, bauen sie eine betriebsweite Ranger-Station. Dann mache ich das mal noch kurz. Ranger-Station... $400,000 fucking. Aua. Ist das teuer. Brüten Sie einen Triceratops mit einem Genom 70 aus. Forschungsziel im Forschungszentrum. Das ist doch mein Forschungszentrum. Hakenwurmparasiten. Das ist hier auf Hakenwurmparasiten. Ah, Jungs, ihr habt neuen Stoff. Verkaufen, ein bisschen Geld, das ist gut. Oh yeah, baby. Den will ich haben. Ne, Leute, ich reiße den ganzen Bums ab. Weil ich habe ein bisschen Geldprobleme. Okay, Triceratops 70. 70. Alter, was? Ich habe mit der erst 60. Okay, Jungs, ihr müsst mal noch zu einem... Ja, da gehen wir hin. Ich brauche jetzt richtig viel Fett, Triceratops-Stoff. Okay, sind durch, kann ich mittlerweile den... Ich könnte den machen. Mach ich aber nicht, weil sonst fressen die hier meinen Bums auf. Oder kann ich die... Nee, ich will jetzt erst den Bums mit dem Triceratops fertig kriegen und dann... Können wir mal drüber reden, da mal zu testen, ein Fleischfresser reinzusetzen. Oder Leute, ich frag euch, sollen wir da ein Fleischfresser reinsetzen? Ist das schlimm? Kämpfen die sich dann weg? Warte, geht's denen gut? Gut, Gesundheit, Geborgenheit.
Der geht super. Ich bin ein perfekter Typ. Also, zum, ne, Dino. Das können wir noch machen. Gäste kommen her und die sagen, bieten sie bestmöglich Aussicht. Beobachtungsgalerie. Das können wir machen. Beobachtungsgalerie. Ah, hier. Ist das groß? Nee, das ist okay. 146k, das können wir uns gerade so leisten. Oder können wir nicht? Wie viel Geld bringt das? 75k. Okay, das sollte reichen. Das sollte reichen. Habe ich das Ding falsch rum da reingebaut? Ja, fuck, Digga. So mein Geld rausgeschmissen. Nee, andersrum. Nee, Leute, ich muss so rum. Nee, warte mal. Oh, zu den Fossilien. Ui, ui. Triceratops. Jawoll. Okay, das ist wichtig. Wir behalten das Geld. Ich brauche die 1 Million. Dann können wir das machen. Ich mache kurz Cut, bis... Ich schicke jetzt nochmal ein paar Mal das Ding da los. Und schaue, ob wir dann genügend haben, um den Triceratops auf 70... auszubrüten und dann versuchen wir das nochmal mit der Besucherplattform, mit diesem Dings da. Und dann war es das mit der Feuer. Oh jawohl, es geht. Jawohl, da ist das Ding. Da ist das Ding. Was? Krankheit? Nein. Ja, ich bin noch nicht fertig. Heilen Sie mit einem Ranger-Team? Okay, Ranger-Team. Ranger-Team. Meine Güte, Sie haben einen kranken Dinosaurier. Zeit, ihn zu behandeln. Sonst tragen Sie auch die Verantwortung für das, was danach kommen sollte. Ja, einverstanden. Beeilt euch, Jungs, beeilt euch. Halt euch. Ah ja, Digga, voll durchgebammt, Alter. Das jetzt? Jungs, what the fuck? Habe ich es jetzt geschafft? Auffüllen, alles gut. Ist jetzt leider fertig. 1 Million, wir haben das Geld, Jungs. Jawohl! Die Säurebedrohung. Oh no, oh no. Ey, raus hier. Jawohl, Leute. Ja, so, Leute, das war's mit der Folge. Schreibt mir gerne Tipps in die Kommentare, falls ihr Tipps für mich habt. Dann, nächste Folge, wenn ihr es mir erlaubt, dann lasse ich mal einen Fleischfresser hier rein. Und ja, let's go. Das war's mit der Folge. Lasst gerne ein Abo, Like, da würde ich mich sehr unterstützen und so, würde ich sagen. Wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Euer Nerd.